Oder ich raste einfach gleich nochmal. What? Tell me, Captain Corwin, what is thine opinion of our friend, the hero of Baldur's Gate? Haven't given it much thought. Having a famous hero around is handy, but it also seems to attract trouble. Or create it. Such people always invite hassles. You don't get called hero without someone trying to pull you down. Yet thou wouldst support our group and keep our companions standing in the face of those who wish us ill. That's my assignment, so yeah. Why do you ask? I just wanted to know where thou stood should worst come to worst. And now I do. Spell is lost. Okay, Dina hier und Corwin hatten eine interessante Unterhaltung, während ich hier geheilt habe. 14. Stunde. Sagt, also Dina hier fragt, sagt mir Hauptmann Corwin, wie ist eure Meinung bezüglich unseres Freundes, dem Held von Baldur's Tor? Ich stehe direkt neben euch übrigens. Corwin sagt, ich habe mir darüber bisher kaum Gedanken gemacht. Einen berühmten Helden in den eigenen Reihen zu haben ist praktisch, aber zieht anscheinend auch jede Menge Ärger an. Darauf Dünner hier. Oder macht welchen. Solche Leute bringen immer Probleme mit sich. Man wird nicht Held genannt, ohne dass jemand versucht, euch zu Fall zu bringen. Und doch würdet ihr unserer Gruppe helfen und unseren Gefährten angesichts derer, die uns Böses wollen, stützen? Das ist mein Auftrag. Also ja, warum fragt ihr? Ich wollte nur wissen, wo ihr steht, falls es hart auf hart kommt und jetzt weiß ich es. So, nochmal rasten. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Und ein hot bath. So, jetzt können wir hier zurückreisen und uns um den Vampir kümmern. Wie ihr wünscht. Vorausgesetzt, die beiden leben noch. What are you playing at here, Drow? I'm sorry. I can't figure you out. What's the draw? What do you hope to gain from helping in this effort? Is it so hard to believe I might seek outcasts like myself, looking for companionship or even support? It's very hard to believe. And that little speech doesn't make me believe it anymore. You are a clever woman. I begin to see why our friend tolerates you. Noch eine interessante Unterhaltung, also mit Viconia und Corwin. Corwin wirft Viconia vor, was läuft hier bitte, Drow? Und Viconia, wie bitte? Ich verstehe euch einfach nicht. Was sind eure Beweggründe? Was erhofft ihr euch durch eure Hilfe bei diesem Bestreben? Es ist so schwer zu glauben, dass ich Ausgestoßene wie mich selbst suche, um Kameraden oder vielleicht sogar Unterstützung zu haben. Das ist sehr schwer zu glauben und eure kleine Rede ändert auch nichts daran. Ihr seid eine kluge Frau. Langsam verstehe ich, warum unser Freund euch toleriert. Hello? I thought I heard something. Hallo, ich dachte, ich habe etwas gehört. Wer ist da? Ich bin es. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Schaut da in den Bäumen. Ah, Jäger, mehr von euch diesmal. Eure Tage des Schlachtens von Unschuldigen sind gezählt. Und ihr da, hat sich dazu bereit erklärt, mich zu töten oder mehr als meinen Namen zu kennen? Ohne mehr als meinen Namen zu kennen? Ihr seid ein Vampir, mehr muss ich nicht wissen. Ihr müsst sterben. Unbedingt stellen wir uns einander vor, bevor die Messerstecherei beginnt. Euer Name bedeutet mir nichts, mich kümmert nur die Belohnung, die ich für euren Tod erhalte. Stellen wir uns einander vor, bevor die Messerstecherei beginnt. Wir sind ja ein höflicher Barde. My name is Solak, though that is of little consequence. What matters is that I've done no harm to these fanatics so bent on my destruction. I ask you, is this right? Mein Name ist Solak, auch wenn das von wenig Bedeutung ist. Was zählt ist, dass ich diesen Fanatiker nichts angetan habe, die mich tot sehen möchten. Ich frage euch, ist das richtig? Enough talk! Kill the monster, now! Genug geredet, tötet das Monster sofort. Lasst ihn sprechen, Isabella. Ein besserer Plan wäre, euch zu töten, Isabella. Ihr habt wahrscheinlich einige fein magische Gegenstände in eurer Zeit als Vampirjägerin gesammelt. Ich möchte sie haben. Lasst ihn sprechen. Wenn er reden soll, sorgt dafür, dass er schnell spricht. Wer seid ihr, Vampir? Mein Name ist Solak und ich habe diesen Jäger nichts getan. Ich bin auf einer wichtigen Mission und darf mich nicht verspäten. Was ist das für eine Mission? Eine kritische Mission, sagt ihr? In Ordnung, ich spiele mit. Erzählt mir von eurer kritischen Mission.
Ihr mögt Isabella und Ikos nicht verletzt haben, aber ich glaube kaum, dass ihr noch nie jemanden getötet habt. Ihr ernährt euch doch vom Blut. Nehmen wir mal die zwei. Mir ist es nicht erlaubt, Details zu nennen, aber ich bin bereits eine Weile unterwegs. Ich muss Am erreichen. Oh. Er arbeitet für die Vampire in Am, also indirekt für... Johnny Renikus. Wahrscheinlich für seine Schwester Bodhi arbeitet er. Selbst wenn ihr die Jäger nichts angetan habt, müsst ihr viele getötet haben, um euch zu ernähren. Ihr bietet wirklich keine Informationen und erwartet von mir, dass ich euch einen Vampir beim Wort nehme? I am what I am. But even a creature such as I can serve a purpose in this world. Let me pass, and you will be richly rewarded by my master. Ich bin, was ich bin, aber selbst eine Kreatur wie ich kann einen Zweck in dieser Welt haben. Lasst mich durch und ihr werdet reich von meinem Meister belohnt. Wer ist euer Meister? Again, I cannot say, but I assure you he is very wealthy. Noch einmal, ich kann es euch nicht sagen, weil ich versichere euch, dass er sehr reich ist. Damit es wert ist, euch am Leben zu lassen, er sollte es sein. Wenn ihr auf dieser Seite des Monsters seid, seid ihr gegen uns, aber nicht mehr lange. Ja, in dem Fall entscheide ich mich für den Stärkeren. You have my thanks. Watch for my messenger. Ihr habt meinen Dank, Mensch. Achtet auf meinen Botschafter. It would be a beautiful night, but for that wretched moonlight. Es wäre so eine schöne Nacht, wäre nicht dieses grässliche Mondlicht. Ja, ich sollte nach dem Bund des Vampirs Ausschau halten. So, was habt ihr denn Schönes? Ein Schild, ein Schwert. Sobald ich alle drei Gegenstände, Schild, Spiegel und Umhang habe, sollte ich zur Tarkos im verbannten Gasthaus zurückkehren. Ah, jetzt ist das Gepäck wieder voll. Ein Schädel, Wolfspelz. Das hier könnten wir irgendwann mal lesen. Das ist der Sonnenfänger, das Schildchen. Das ist einfach nur ein Langschwert. I'm a woman, not a pack mule. I dropped it. Ja? Verwundbarkeitstrank. Verletzungspfeile, die können weg. Stab der Lähmung kann auch weg. Probe des Abenteuers brauchen wir auch nicht unbedingt. Und das ist ein Kampfstab plus 1. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ja, die Isabella wollte uns höchstens den Schild geben. Der Vampir hat uns mehr Reichtümer versprochen, also entscheiden wir uns für den Vampir. Dieser Sarg, ausgekleidet mit schwarzer Erde, ist momentan leer. Ihr braucht nur zu fragen. Schau wieder, Orks. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Your orders? Habe ich keine Pfeile? Warum habe ich keine Pfeile mehr? Die verschießt die Pfeile aber schnell.
Oder ich habe vergessen, ihr Pfeile zu geben. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Noch ein Feuerpfeil. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Nachdem wir hier fertig sind. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sweetheart? Speak. Ja, Edwin steht hier rum. Belov und McKean. Prinz steht noch hier rum. Yes, dear. Worum geht es, ihr braucht nur zu fragen. Ich gehe jetzt. Ich werde hier so in dem Stein was vorsingen, ja. Frage ich mich gerade echt, ob vielleicht Minsk diese Truhe aufkriegt. Eich? Yes. Tatsache, Minsk kriegt sie auf. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Und ich habe den letzten Gegenstand. Umhang der Beluir-Wache, Rüstungsklasse, Trefferpunkte für Halblinge, Und der Schild, Rüstungsklasse plus 3. Schaut so, dass ein Nahkampfangreifer des Trägers. Ist das ein kleiner Schild oder ein. Kein Schutz vor Geschosswaffen. Chance von 15%, dass ein Nahkampfangreifer des Trägers 1-4-5 Punkte Vollschaden erleidet und 2 Runden lang blind wird. Was macht der Spiegel? Dreimal täglich identifizieren. Das ist nicht so sinnvoll. Wie kann ich helfen? Also am hauptsächlichsten wäre es der Umhang, den ich behalten wollen würde. Da sind die Flüchtlinge, die wir entsteinert haben. Ja, bis zum Level-Up dauert es noch ein bisschen. Oh, it's you again. Oh, ihr seid es wieder. Wir haben noch, wir haben immer noch geschlossen. Tarkos, ich habe die Gegenstände gefunden, die ihr wolltet. Das glaube ich nicht. Ich war mir sicher, dass diese Banditen euch weiter morden würden. So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Euer Selbstvertrauen wird geschätzt. Nun zu meiner Belohnung. Ich bin derjenige, der mordet. Ich habe alle drei gefunden, aber ich glaube, ich behalte sie. Sie könnten mir etwas Gold auf dem nächsten Markt einbringen, auf den ich stoße. Euer Selbstvertrauen wird geschätzt. Nun zu meiner Belohnung. Ihr nehmt den Wurfpfeil. In meiner Verzweiflung dachte ich daran, mich selbst damit zu töten. Das erscheint mir nun etwas extrem. Nehmt ihr ihn besser. Danke. Ein Wurfpfeil. Ich riskiere Leib und Leben, um eure unbezahlbaren Erbstücke zurückzubringen. Und das ist meine Belohnung. Ich hoffe, ihr bietet mir mehr als das für meine Bemühungen an. Ihr glaubt, euer Leben ist nun schwer? Glaubt mir, ich kann ihn es noch weitaus schwerer für euch machen. Nehmen wir mal die zwei. Gut, ihr habt mich überzeugt. Da ihr mir geholfen habt, könnt ihr eines der Erbstücke nehmen. Dann nehme ich den Umhang, bitte. Und ich muss weitermachen. Wenn ich Glück habe, kann ich meine Frau einholen, bevor sie zu weit weg ist. Hoffentlich nimmt sie mich zurück. Viel Glück, Tarkos. Dass sie euch mitten in einer Tragödie verlassen hat, war etwas kaltherzig. Seid ihr sicher, dass ihr sie zurückhaben wollt?
Hoffnung ist die Zuflucht der Schwachen. Verlangt ihre Rückkehr. Ich kenne die Launen der Lieben ein wenig. Ein Gedicht könnte helfen, sie zurückzugewinnen. Zufällig kenne ich den perfekten Vers. Das wird bestimmt helfen. Ich habe hier ein paar Tränke, die ich nicht verbannt. Zitieren, nehmt sie als Zeichen der Dankbarkeit.